Hallo und herzlich willkommen zur Videotutorial-Reihe RPG in a Box. Ich bin Carsten und in dieser Folge möchte ich mit euch zusammen die Grafiken verbessern, sodass wir eine schönere Oberfläche haben und unsere Welt toller aussieht. In der letzten Folge hatten wir den Fluss animiert und das sah alles noch ein bisschen sehr einfach aus. In dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie ich die Grafiken aufwerten kann, um eine schönere Optik zu erzeugen. Also lasst uns anfangen. Ich habe die alten Modelle alle weggeschmissen, sodass wir diese neu erzeugen können und wir fangen an, den Fluss zu animieren. Um das zu tun, brauchen wir jetzt erstmal ein Konzept, wie wir das eigentlich bewerkstelligen wollen. Generell möchte ich jetzt hier wie Wasser- oder Luftblasen dran schweben lassen oder sowas wie eine Wellenoptik erzeugen. Das heißt, generell brauche ich erstmal ein Konzept, wie es bei mir aussehen soll. Ich mache mir jetzt erstmal einen Streifen, wo diese Sachen laufen sollen. Und möchte das gerne auf diesem Pfad haben, dass die sich bewegen. Und ich habe vier Animationen vorgesehen, in denen ich arbeite und möchte jetzt auf diesen vier Animationen mein Wasser durchlaufen lassen. Meine Wasserfarbe hatte ich ja schon vordefiniert in meinem Custom Set. Und diese Farbe möchte ich nutzen für die Animation. Das heißt, ich beginne jetzt erstmal, mir einen Punkt zu setzen und mache den versetzt. Damit das jetzt regelmäßig erscheint, muss ich das jetzt alle vier Felder wiederholen. Das ist jetzt nicht die Blaupause generell für Grafikerstellung. Das ist ein Konzept, was funktioniert. Ihr braucht nur ein System, um möglichst irgendwie das einzuteilen, damit es danach an vernünftig aussieht. Ihr könnt euch auch eigene Konzepte überlegen, beim Discord-Channel vorbeigucken, gucken, wie andere Leute das machen. Es gibt da unwahrscheinlich viele Sachen. Das ist das System, was ich jetzt benutze. Das könnt ihr auch gerne nachmachen und für eure Sachen einsetzen. Wir gucken uns die Front nochmal genau an, damit wir wissen, in welche Richtung das Wasser läuft. Bei mir läuft das immer Richtung Front. Das Hellblau ist jetzt der Punkt. Grau wird der nächste Frame werden. Ein Stückchen dunkler für den nächsten. Das heißt, das ist jetzt prinzipiell der zeitliche Versatz, wie sich das bewegt, um das schon mal vorzudefinieren, wie es am Ende aussehen soll und das einzuteilen. Hier ist das noch relativ simpel. Nachher in der Kurve wird es deutlich heftiger. Ich habe jetzt noch alte Frames vorbereitet, die schmeiße ich nochmal weg. Ich habe ein bisschen Vorarbeit geleistet, damit das nicht wieder so unstrukturiert wirkt wie das letzte Mal. Deswegen habe ich ein bisschen Hausaufgaben nebenbei gemacht und habe das alles schon mal vorbereitet. So, okay. Das ist jetzt unser Modell, mit dem wir arbeiten. Und das kopieren wir jetzt genau vier oder dreimal, dass wir vier Frames erzeugen. Unser erster Frame ist der. Und hier nutzen wir quasi die hellblauen Markierungen und löschen alle anderen weg. So, jetzt gehen wir die Farben quasi Stück für Stück durch. Im zweiten Frame lassen wir das Hellgrau stehen, machen alles andere weg und färben es danach um. Im dritten Frame lassen wir die nächste Farbe stehen. Und erreichen damit eine schönere Optik als diese Pünktchen, die beim letzten Mal über die Wasseroberfläche getrieben sind. Gucken wir mal kurz. Es geht eins weiter, es geht eins weiter. Jetzt müssen wir weiß stehen lassen. So, das ist noch relativ simpel zu machen. Die Kurve wird dann ein bisschen anspruchsvoller. Nehmen wir jetzt erstmal diese Farbe und färben unsere Bereiche ein. Was wir noch korrigieren müssen oder prüfen müssen auf jeden Fall, ist, dass wir unsere Konfiguration der Transparenzfarben richtig gesetzt haben. Hier habe ich mich verklickt. Steuerung Z kommt hier immer wieder zurück. Speichern. Und dann erzeugen wir unsere Animation davon. Nein, halt Front.
Wir erzeugen die Animation davon, überschreiben die letzte, die wir hatten, um sicher zu gehen. Wir nehmen das Default 1 bis 4 Loop 8 speichern, überschreiben und wir können das testen. Und das sieht doch schon viel besser aus. Okay, erstes geschafft. Weiter geht's mit den Flussbiegungen. So, für die Biegung nehmen wir unseren Grasblock vom letzten Mal, den wir angelegt haben, und kopieren den und nennen den Flussübergang zu Gras. Biegung und das wird nach links. Wir definieren die Front und die Front ist immer das, wo das Wasser hinfließen soll. Das macht es später einfacher beim Zeichnen. Und wir nehmen erstmal wieder unser Flussbett raus. Ich lasse links und rechts lasse ich was stehen. Das soll mein Flussbett werden. Und nehme aber jetzt hier die Kanten diesmal schöner mit als beim letzten Mal, dass der Übergang besser wird. So. Das ist die Textur, die ich verwenden möchte. Und jetzt gehe ich hier noch in die Tiefe. Und lass überall ein Voxel stehen. Okay, damit haben wir unser Flussbett und müssen das jetzt einfärben. Wir nehmen also die Sandfarbe und färben den gesamten Bereich ein. Nee, das funktioniert so nicht. Okay, passt. Die Färbung ist abgeschlossen. Damit kommen wir jetzt zum Bereich Wasser einfügen. Wir nehmen also wieder das Wasser und fügen die eine Schicht Wasser ein. So, damit haben wir das auch abgeschlossen. Jetzt kommt es ein bisschen schwieriger. Jetzt müssen wir die Textur für die Animation reinbringen. Und das hat mir bei der letzten Folge ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Ich habe mich dann ein bisschen mit hingesetzt, wie ich euch das empfohlen habe, Konzept machen und habe mir markiert, wo mein Wasser eigentlich langlaufen soll. Und habe auch wieder so einen zeitlichen Versatz eingezeichnet, um zu definieren, wie sich meine Animation eigentlich bewegen soll. Das heißt, das sind die Pfade, auf denen wir uns nachher bewegen wollen. Und wir schauen jetzt erstmal, wie unser Fluss eigentlich läuft. Es soll ja letzten Endes sich mit dem hier harmonisch integrieren, dass diese Sachen direkt um die Kurve weiterfließen. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier den ersten Frame anschauen. Wir sind in Flussrichtung auf der linken Bahn 3 Voxel entfernt und auf der rechten 1 Voxel entfernt. Auf der linken 3 Voxel entfernt. Das heißt, wir markieren uns den Bereich jetzt vor. Auf der linken Bahn 3 Voxel, auf der rechten Bahn 1 Voxel entfernt. Und am Ende des Flusses sind wir anliegend und 2 Voxel entfernt. Das sind unsere Markierungen, auf denen wir uns bewegen. So, auf der rechten lassen wir einfach weniger Markierungen durchlaufen, damit die gleichmäßig sind. Das erzeugt dann den Eindruck, dass es innen schneller fließt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das richtig ist, aber das spielt auch nicht wirklich eine Rolle. Hier hatten wir einen Abstand von 3 und hier auch. Und auf dieser Basis setzen wir jetzt unsere Animationen ein und markieren uns wieder farblich den Intervall, wie es weiterläuft. Ich nehme jetzt also wieder eine neue Farbe. Und markiere mir in Flussabwärtsrichtung den Verlauf. Nach Blau kommt Grau. Halt, warte, hier vorne sind es mehr Felder. Das passt nicht genau. Doch, das passt. Das ist in Ordnung. Nach Blau kommt Grau. Und hier sind wir wieder am Anfang. Dann gehen wir noch dunkler.
Hier muss ich eins überspringen, ansonsten kommt man nachher nicht am Ende an. Dann mache ich lieber die schnellere, also den weiteren Vorschub in der Kurve. Und weiß hatten wir gehabt. Also löschen wir jetzt einfach die anderen Pixel weg, die wir nicht mehr brauchen. Es kommt weiß vor blau, weiß vor blau. Das ist ein Fehler. Das kommt weg. Das lassen wir nicht so. Den machen wir eher so in die Kurve. Die sollten weg. Weiß vor blau. Und damit haben wir unsere Voxel definiert. Und wir nehmen das jetzt erstmal speichern und kopieren das auch wieder, dass wir 4 Frames haben. Okay, jetzt nehmen wir alle Fehlstellen weg. Hier geht es mit hellblau los. Nach hellblau kommt grau. Halt das mal weg. Und so in der Art könnt ihr das mit Animationen machen, dass ihr euch so einen zeitlichen Verlauf, also den Abfluss einbaut. Das ist jetzt, wie gesagt, nur die Gedanken von mir, wie ich das mache. Ich versuche das gerne auf ein Blatt Papier auszudrücken irgendwie und habe mir da gestern Abend noch ein paar Konzepte dazu gemacht und versuche euch das jetzt hier als Hilfe zu geben, damit wir ein schönes Grafikset kriegen. Für Anregungen bin ich immer offen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich über alle Ideen. Ich habe auch schon ein paar Spiele programmiert und mich an Spiele-Engines versucht. Also für Konzepte bin ich immer zu begeistern. So, hervorragend. Wir setzen die Animation letztendlich drüber. Wir machen wieder die Default-Animation, wie sich unser Bach laufen soll, wenn nichts ist und der einfach in der Gegend existiert. Loop 8 und fertig. Testen wir die Animation kurz noch durch. Sieht hervorragend aus. Die Kurve rechts fehlt noch, aber wir fangen erstmal da mit dem Map-Editor an. Ich hatte die alten Felder gelöscht. Wundert euch nicht, meine Karte sieht dadurch ziemlich zerstört aus. Hier wollen wir noch so einen reinnehmen und dann müssen wir uns hier erstmal behelfen. Das ist aber jetzt nicht schlimm. Wir speichern das erstmal und gucken uns das an, wie es aussieht. Irgendwas ist nicht gespeichert. Im Voxel-Editor fehlt noch was. Okay. Und Start. Und die Teile gehen schön um die Kurve rum. Das Einzige, was ich sofort sehe, ist, die Transparenzeffekte fehlen. Das heißt, wir müssen unsere Transparenzeffekte von hier kopieren. Wir haben hier, das sind 180%, zwei Balken vorm Ende, drei Balken vorm Ende. Die müssen wir hier natürlich auch noch reinbringen. Wir nehmen den Transparenzeffekt mit. Zwei Balken vorm Ende und wir nehmen den Transparenzeffekt mit drei Balken vorm Ende und speichern wieder. Und wir müssen noch unsere Kanten retuschieren. Ich meine, mal speichern sparen können. Okay. Und damit sollte es jetzt vernünftig aussehen. Hervorragend. Und das sieht aus. Das sieht ein bisschen aus wie ein Fließband, aber an sich gefällt es mir ganz gut. Okay, jetzt fehlt noch Biegung rechts und dann machen wir noch eine hübsche Brücke drüber. Weiter geht's. Für eine Biegung könnte man jetzt normalerweise das Spiegeltool verwenden und könnte alle Texturen spiegeln. Das heißt, wir könnten eigentlich eine Kopie machen, könnten das spiegeln. Da aber mein linker Bereich und der rechte anders verlaufen und dieser linke Abstand danach nicht mehr passen würde. Das heißt, links bin ich weiter vorne als rechts. Wenn ich das spiegle und in den Fluss integriere, bin ich nicht mehr an der richtigen Stelle.
Das heißt, hier würde ich einen hässlichen Effekt hervorrufen. Ich zeige das trotzdem ganz kurz, damit ihr konkret versteht, was ich meine. Plus Gras, Biegung, rechts. Das heißt, wenn ihr ein anderes Grafikset und ein anderes System habt, wo das gleichmäßiger läuft, könnt ihr das durchaus machen und könnt jetzt einfach alle Frames spiegeln. Das wird bei mir nicht vernünftig aussehen, weil meine Bahnen sich unterschiedlich bewegen. Ich zeige euch das ganz kurz, um es zu konkretisieren. Halt, nicht Doppelklick, einfach klicken. So, hier sieht man es schon. Wir speichern das und schauen es uns an. Deswegen müssen wir das jetzt leider händisch neu korrigieren. Genau das ist es. Hier kommt ein hässlicher Versatz und der muss weg. Okay. Voxel-Editor. Biegung rechts. Und als allererstes schmeißen wir den in den Müll. Dazu müssen wir alle Ressourcen schließen, indem das verwendet wird. Biegung rechts und auch die Karte. Ansonsten verhindert das Tool, dass wir löschen. Wir löschen das. Wir fangen wieder beim Grasblock an. Wir kopieren den Grasblock. Plus Gras. Biegung rechts. Wir definieren wieder. Wir schauen uns die Front an, um sicher zu gehen. Meine Biegung nach rechts muss quasi von links einlaufen, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben den weggenommen. Wir haben den weggenommen. Und damit soll es ganz gut passen. Wir gucken von der Front. Gucken im Vergleich nochmal Biegung links. Und das passt. Jawohl, und wir müssen wieder die Tiefe ausschneiden. Bis dahin wollen wir gehen. Wir lassen überall einen Voxelrand stehen. Und kommen zum Färben. Da ist noch hässlich. Der muss weg. Und hier wollen wir natürlich auch noch eine Färbung verursachen. Hervorragend. So. Selbe Spiel wie vorhin. Wir führen das Wasser dazu. Und auch hier brauchen wir wieder unsere Bahn, auf der wir die Animation führen wollen. Jetzt hätten wir natürlich die Spur vom letzten Mal doch irgendwie noch behalten können. Aber wie auch immer. Wir hatten das, glaube ich, so und so. So, so. So nicht. Eher so. Und das können wir uns auch noch mal anschauen. Hier haben wir eine Ecke drin. Kommen dahin eine Ecke und es geht weiter und hier zwei. Okay. Und wir müssen wieder anfangen mit dem Flussbett. Wir fangen bei Frame 1 an und wir haben in der Front sind wir in Flussrichtung links vorne und rechts fehlen zwei. Links ganz vorne und rechts fehlen zwei. Und hinten links 3, rechts 1. Okay, das sollte es sein. Gehen hier wieder 3 vor und 3 zurück. Den hatten wir ausgelassen, glaube ich.
kommen an die Kante. Nee, das läuft ganz sauber rum. Schauen wir nochmal drüber. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hier hatten wir es rausgelassen. So passt das ganz gut. Okay. So, jetzt zügig hier. Wir sind in Flussrichtung, laufen wir so und alles geht eins nach vorne. Wir nehmen wieder die dunklere Farbe. Eins, zwei. Habe ich alle? Ich glaube schon. Den hatten wir ausgelassen. Und den machen wir jetzt auch wieder mit einer anderen Farbe. Ne, den hatten wir weiß gelassen. Okay. Das heißt, wir machen alle falschen Pixel weg, die wir nicht mehr brauchen. Wir haben richtig. Der muss weg und das ist weiß, blau. Den hatten wir ausgelassen, glaube ich. Dann gehen wir dahin. Und dahin. Okay. Wir haben unsere Animation geplant. Wir machen die drei Kopien wie beim letzten Mal. Wir gehen auf Frame 1 und nehmen alles, was falsch ist, weg. Bei Frame 2 bleibt hellgrau stehen. Falls ich mal eine falsche Farbe sage, seht's mir nach. Ich habe eine Farbschwäche. Und hier habe ich einen Fehler drin. Und wir machen die weg. Und wir machen. Es kommt weiß. Und damit haben wir es fast geschafft. Wir färben jetzt noch ein, dann ist das fertig und dann zeige ich euch noch, wie wir unsere Brücke hübsch kriegen können. So, wir brauchen unseren Wasserton. Färben jetzt unsere Markierung. Und fügen unsere Animation ein. Speichern. Transparenzeffekte sollten wir diesmal nicht vergessen. Genau, die fehlen noch. Transparenz, zwei Balken. Transparenz, drei Balken. Speichern. Ah, da kann man es uns direkt in der Modelvorschau ansehen. Da sieht man das noch ein bisschen schöner. Sieht soweit ganz gut aus. Wir beenden das, gehen in den Map Editor rein, fügen unser Feld ein. Ist ja noch drin, passt. Irgendwie sieht es komisch aus. Und wir schauen uns das mal im Spiel an. Sieht immer noch ziemlich bescheuert aus. Warum? Habe ich das Model nicht gespeichert? Doch, habe ich. Ich schaue mir das nochmal an. Ich mache kurz Pause mit der Aufnahme.
Und ich habe das Problem gefunden. Wir sind links, sind wir ganz vorne in Flussrichtung. Wenn wir uns das angucken, ist das auch korrekt. Wenn wir uns das angucken, sind wir hier ein Frame zurück. Das heißt, der nächste Frame wäre eigentlich unser richtiger. Um das zu fixen, schieben wir diesen Frame einfach an die letzte Stelle ganz hinter. Und damit sollte das passen. Wir speichern das ganze Ding, gucken uns die Karte an und dann sollte das das Problem gelöst haben. Wir sind hier einfach ein Feld zu weit vorne gewesen. Super sieht's aus. Okay. Bis hierhin, jetzt kommt die Brücke. Und dann sind wir durch mit dieser Folge. Um die Brücke zu bauen, will ich jetzt erstmal eine richtig schöne Brückentextur haben. Dafür brauche ich erstmal eine Farbe für den Stein. Die hatte ich mir schon ausgesucht und das ist laut meiner Notizen die 676565. Und damit wollen wir jetzt wieder erstmal eine Brücke erzeugen. Beim letzten Mal habe ich die Brücke hier reingemalt. Das ist ziemlich blöd, weil ich dann den Noise-Generator nicht verwenden kann. Der Noise-Generator funktioniert aber auch immer nur auf einer Schicht. Das heißt, als Hilfe baue ich mir jetzt einen Steinblock und arbeite die Brücke am Stück aus. Das heißt, ich erzeuge ein neues Feld. Ich nenne das Steinblock 16 mal 16 mal 16 und ich fange hier an. Das ist impossible. Ich fange jetzt hier an, mir einen Block auszuarbeiten. Das heißt, ich nehme meine Farbe für den Stein, ich nehme meinen Noise-Generator, ich füge den Wert ein und erzeuge mir hier wieder ein schönes Rauschen, was nicht so wellenmäßig aussieht. Und fange jetzt auch hier wieder an, die Schichten hochzulegen. Eine Schicht. Das war sehr schlecht. Zurück. Kopieren, einfügen, eins. Halt. Ausschneiden. Kopieren, einfügen, eins hoch. Zwei runter, zwei rechts. Akzeptieren. Das Ganze nochmal. Steuerung A, Steuerung C, Steuerung V. 2 hoch. A, C, V. 2 hoch. 4 runter. 1, 2, 3, 4 rechts. Dann haben wir das drinne. Akzeptieren. Kopieren. Einfügen. 4 hoch. 8 runter. 8 rechts. Und jetzt werden es 8 hoch und 16 runter, 16 rechts. Braucht man nicht, das immer genau wieder im Raster. Und unser Block ist fertig. Speichern. Aus diesem Block will ich jetzt die Brücke ausarbeiten. Das heißt, als allererstes mache ich mir eine Kopie. Und mache einen Platzhalternamen Brücke. Dann schaue ich mir an, wie mein Fluss aussieht. Ich habe zwei oben und dann gehe ich runter. Das heißt, ich nehme jetzt auch hier meinen Bereich und schneide den entsprechend aus. Nochmal kurz, um sicher zu gehen, zwei oben und dann geht es eins nach unten. Zwei oben. Und dann geht es eins nach unten. Das heißt, das muss weg. Und das muss weg. Und dann wollen wir hier reinarbeiten. Wir machen uns erstmal eine Schablone, wie es aussehen könnte. Das heißt, ich möchte hier drauf, hier runter, hier rüber. Dann so ein Stückchen hoch. Und den Teil raus.
Und dann. So sieht das ganz gut aus. Und unten lassen wir eine Text. Einen Voxelplatz. Die Wand machen wir doppelt. Und hier wird die Brücke liegen. So, hier können wir jetzt das Face-Tool mal benutzen. Das machen wir weg. Das bleibt raus. Und hier können wir jetzt quasi hinzufügen und den Face-Mode benutzen. Der eignet sich jetzt hervorragend, dass wir hier quasi einfach diese Fläche vorziehen. Und so ungefähr soll die Brücke aussehen. Das heißt, das übertragen wir jetzt in unser anderes Modell. Wir haben diesen Bereich schon da. Zwei, drei. Steinblock, Brücke. Hier ist es. Hier haben wir zwei. Ach, halt. Box-Mode. Und da unten fehlt die Ecke. Zwei. Drei. Drei. Und wir können jetzt den Teil wegnehmen, alles. Okay. Wir nehmen hier unten die Stelle raus. Wir nehmen den Teil raus und gehen hier auf eine Höhe von 2 und haben unsere Brücke damit fertig. So, jetzt haben wir unser Modell von der Brücke. Das können wir jetzt mit Steuerung A markieren und in unseren Fluss einfügen. Dazu müssen wir unseren Fluss aber noch kopieren. Ich möchte das Original halt beibehalten und ich brauche die Kopie, weil mein Fluss ja die Animation drin hat. Ansonsten würde ich, wenn ich das einfach so reinbringe in ein neues Feld, die Animation verlieren. Ich möchte ja aber, dass mein Wasser unter der Brücke weiterfließt. Das heißt, ich nehme davon eine Kopie. Fluss auf. Gras, Brücke und füge jetzt hier meine Brücken ein. Und muss sie natürlich jetzt noch in der Höhe korrigieren. Die sollte eigentlich jetzt perfekt passen. Jawohl. Ach, da unten ist noch was, was mir nicht gefällt. Wir brechen das nochmal ab. Und unter der Brücke ist noch ein Teil, der raus soll. Ich möchte, dass hier nur die Steine aufstehen. Okay. Brücke auf Flussgrasbrücke einfügen. Eins, zwei, drei. Und das sind alle Frames. Sonst haben wir wieder das Wackeln wie beim letzten Mal. Und damit haben wir das Folgenziel erreicht. Wir haben einen schön animierten Fluss und wir haben eine hübsche Brücke, die nicht mehr so gleichmäßig aussieht. Fehlt noch das Einsetzen in die Karte. Wir nehmen die Brücke, wir setzen die Brücke ein, müssen auf die Flussrichtung achten und wir korrigieren den Pfad. Und wir müssen noch etwas korrigieren. Unsere Brücke wurde nicht als Weg erkannt, weil wir sie als impassable drin haben. Okay, das passt. Jetzt schauen wir nochmal, ob wir auch die Transparenzeffekte alle drin haben.
Wir haben die Kanten alle retuschiert. Nein, hier nicht. Das fehlt noch. Alles speichern, alles schließen. Schließen brauchen wir nicht. Speichern ist eher wichtig, damit es auch in der Karte alles auftaucht. Die Karte ist da. Wir müssen die Karte noch speichern. Da ist noch ein Sternchen dran gewesen. Und Quick Play. Wir gucken uns um und wir haben eine Brücke und unser Charakter kann jetzt schön über diese Brücke drüber laufen. Ich habe die freie Bewegung drinne, das habt ihr noch nicht, weil ich in der Zwischenzeit noch dran rumgearbeitet hatte. Und wir sehen auch, dass unser Charakter über die Brücke geht und auf die entsprechende Voxelhöhe gehoben wird. Das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich würde mich riesig über ein Abo freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.